Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. Hier wird fleißig musiziert und wir müssen aber noch ganz viel machen, denn wir machen jeden Monat richtig viel. Nee, wir machen Gewinn. Wir machen Gewinn. Wir haben den ersten Platten oder Songs verkauft oder was auch immer. Oh, nice. Oh, ich bin beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass wir hier ganz viele Kredite aufnehmen müssen, aber... Und hier ist nämlich auch hier die erste Open Mic. Die erste haben wir schon abgeschlossen und das hier ist die zweite Open Mic. Das wäre hier fast wie bei Amazon Prime. Okay. So, hier brauchen wir noch einen Dozenten, ne? Ich glaube, ich habe hier keinen eingestellt. Ich glaube, ich muss noch mal einen einstellen. Habe ich einen, der ein bisschen... Für mehr Stufe hier? Er hat Stufe 2. Okay. Du musst einmal Nachhilfe machen. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Noten hier möglichst schnell nach oben gehen, denn nur so verdienen wir Geld. Nur so verdienen wir Geld. So, was wir noch brauchen, ist ein Weiterbildungszimmer. Wir müssen jemanden auf Stufe 5 bringen. Oh Gott. Davor habe ich Angst. Und ich weiß auch noch nicht, was soll ich alles machen? Bibliothek. Okay, Lesekabine ist auch Bibliothek. Okay, es wünschen sich ganz viele Leute Bibliothek. Ich verstehe. Dann machen wir die mal als erstes. Und die Bibliothek, die braucht auch Platz. Die braucht auch Platz. Das heißt, ich würde die einmal hierhin machen. Ja. Wir müssen ein bisschen größer bauen. Es nützt nichts. Weil, guck mal, was es hier alles für Regale gibt. Die müssen wir alle bauen. Oder zumindest einen Großteil davon. So, dann braucht ihr Lesekabinen. Lesekabinen sollt ihr haben. Und zwar reichlich. Dann machen wir die noch. So, dann diese. Und hatten wir noch eine vierte? Ne, wir haben nur drei, ne? Oder? 1, 2, 3. Hatten wir nicht noch eine vierte Lesekabine? Ach, dieses Schriftgutarchiv, komm. Wir ballern hier auch so viel wie möglich rein, was die Bildung nach oben bringt. So, Internetgeschichten brauchen wir nicht. Finanzjournalage brauchen wir nicht. Narrenwirtschaft. Robotik. Allgemeinwissen. Akademisches Training, Gastronomie, Archäologie, Rittersport, Zauberei, dunkle Kunst. Haben wir auch Regale hierfür? Muss ich wahrscheinlich erst freischalten, ne? Gucken wir eben. Ja. Virtuelle Normalität, Musikalität. Das ist der heiße Stuff, den wir brauchen. So, gegen Kulturwissenschaften, die machen wir nämlich auch hier gerade. Das heißt, dies brauchen wir auch. Dann haben wir noch Forschologie und virtuelle Normalität. Das brauchen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, was können wir denn noch machen? Schriftgutarchiv. Schriftgutarchiv kriegt ihr. Ne, wobei, das habe ich doch schon. Wieso ist hier kein Haken dabei? Keine Ahnung. Schriftgutarchiv, dann machen wir hier nochmal so ein Regal. Ja, ansonsten. Attraktivität. Gibt es hier noch irgendwas, was Wissen erhöht? Ne, das ist alles nur Attraktivität, ne? Das für Attraktivität, da müssen wir uns später drum kümmern. Dafür habe ich erstmal keine Kohle. Denn wir haben beim letzten Mal schon 100.000 Kredit aufgenommen. Und es könnte sein, dass wir hier nochmal einen aufnehmen müssen. So, Stufe 7. So, wir sind nochmal plus mittlerweile. Nice. Bilde einen Mitarbeiter vom Typ Dozent im Bereich Musikalität. Ja. Ich weiß. Das machen wir nämlich als nächstes. Wir machen ein Weiterbildungszimmer. Und das könnten wir eigentlich hier machen, ne? Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren.
So, dann kommt ihr einmal weg. Kommst hier auf den Gang. Und dann haben wir noch, was haben wir hier? Eine Bank. Du kommst auch auf den Gang. Gut. So, dann machen wir natürlich die Weiterbildungskapsel. Ablagefächer. Teetisch. Brauchen wir den? Erstmal nicht, ne? Erstmal nicht. So, habe ich hier überhaupt genug? Machen wir mal hier einen hin und hier einen hin. Gut. So, Flenskins. Alright, dann kriegst du mal einen schönen Teppich. Wenn man hier reinkommt. So. Okay, ja, ich glaube, komm, Stufe 6, ist doch gar nicht schlecht, ist gar nicht schlecht. Oh shit, wir machen schon wieder Minus. Oh, wir sind schon wieder fast pleite. So, Weiterbildung. Du? 2800, 4600. Holy shit. So, ich mach mal erstmal nur euch drei. So, und wir müssen auf jeden Fall einen auf Stufe 5 bekommen. Müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. So, Personalzimmer wird auch schon verlangt. Oh Gott. Die Kohle, ich glaube, wir werden hier mit der Kohle richtig zu knausern haben. Könnte ich noch einen zweiten Kredit aufnehmen? Könnte ich. Ich würde es aber nur ungern. Wir müssen hier noch 80.000. Eieieiei. So, romantischer Film. 4.000! Ne. Es tut mir leid, ich muss es ablehnen. Was kostet das? Achso, das ist ein Poster. Alles klar. Poster kriegst du doch. Poster kriegst du. Okay, plus minus null. Zumindest kein Verlust. Zumindest kein Verlust. Okay, so, ich hoffe, die Leutchen hier, die bringen die Noten nach oben, damit wir hier reichlich gute Songs produzieren und reichlich Platten verkaufen. Ich finde das überhaupt sehr nice hier mit dem Design, ne? Mit so einer Kassette hier. Das ist schon echt nice. Junge, da müssen wir aber nochmal üben, ne? Das ist kein Dattelautomat, Junge. Du sollst dir richtig geile Songs produzieren. Okay, besonders musikalisch sind unsere Studenten aber noch nicht, ne? Kann das sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht's aus? Ah, Gott. Die Kohle macht mir echt am meisten Sorgen. Achso, ich brauche hier noch einen Assistenten, ne? Ich vergaß. So, haben wir hier einen mit Bibliothek? Du kannst nach... Doch, nee, das ist ja Bibliotheksverwaltung. Alles klar. Die Orbi-Stiftung. Ich habe eben ganz zufällig überhört, dass du kein Geld von deinen Musikalitätsstudenten bekommst. Das klingt nicht besonders fair, oder? Das klingt überhaupt nicht fair. Wir wären gerne bereit, deinen Campus finanziell zu unterstützen. Ja, bitte, bitte. Du musst nur deinen Studierenden zeigen, dass die Kugel die Form geworden in Perfektion und die Lösung für alles ist. Eine Kleinigkeit, wir sehen uns. Was? Du musst nur deinen Studierenden zeigen, dass die Kugel die Form gewordener Perfektion und die Lösung für alles... Welche Kugel? Was für eine Kugel? Die Kugel? Warte. Kommt wahrscheinlich hier rein, ne? Oder? Mutiges Zimmer für Orbi-Club-Stand. Das kommt hier einfach hier draußen, oder wie? Oh, warte mal, ist das ein Club? Ach, das ist ein Club!
Das ist ein Club. Nee, warte mal. Denn Clubs mache ich nach draußen. Wobei, wir haben ja echt nicht viel Platz draußen, ne? Wobei, doch, wir haben ja genug Platz hier. Komm. Frage ist natürlich auch hier das Gras. Ist die Attraktivität hier schlecht oder stört das nicht? Nee, scheint nicht zu stören, dass hier das Gras nicht überall wächst. So, wir machen einmal hier diesen Club. Ich brauche keinen Willkommensgruß, denn durch die Macht der Kugel bin ich überall willkommen. So, das heißt, wir müssen noch mal eben Clubs. So, 7 bis 10, 4 bis 6. Ah, hier. Stufe 1 bis 3, alles klar, hier ist es. Und da schreibt sich schon der erste ein, nice. So, dann machen wir hier noch mal 4 bis 6. Das reicht erstmal. Bis die Stufe 7 sind, das dauert ja auf jeden Fall noch. Okay, so Kohle, es geht ein bisschen nach oben. Also ja, so wirklich ganz schleppend, ne? Wirklich ganz schleppend. Aber scheint ja so zu sein, dass dieser Club uns auch finanziell ein bisschen hilft. So, oh, guck mal. Ja komm, dann kriegt ihr auch einen Horrorfilm. Zur Belohnung. Zur Belohnung kriegt ihr auch einen Horrorfilm. So, wir haben 86 von 150 Studenten aufsteigen lassen. Weiterbildung ist noch in Arbeit. Club-Ausstattung, Inspektion im Gange. Okay, so, ich würde sagen, dann kümmern wir uns als nächstes um das Personalzimmer, ne? Ich würde sagen, ja, das machen wir. Und das Personalzimmer muss ja nicht so riesig sein. Was haben wir hier? Warte mal, ich mach das nochmal ein bisschen weiter, so. Kriegt ihr hier eine schöne Sitzecke. Dann brauche ich natürlich wieder standardmäßig einen Teppich. So. Ein Couchtisch. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du denn überhaupt hin? Alright. So. In die Ecke kommt ein schönes Lämpchen. Dann einmal hier den Snacktisch. Teetisch. Oh, ich brauche hier noch Mülleimer, ne? Ich habe hier noch gar keine Mülleimer. Oder doch, da habe ich einen. Aber ich glaube, zu wenig, ne? So. Ja, besser. Besser. So. Dann natürlich auch hier drin ein Mülleimer. Gut, so, dann bekommt ihr hier noch dieses Regal. Mit dem falschen Fuß aufgestanden. So ehrlich. Was machen wir hier rein? Wir könnten nochmal hier Automaten. Ups, nein, das wollte ich nicht. Weil es gibt ja auch nochmal zusätzlich Geld. Ne, den wollte ich nicht, den wollte ich. Weil die Automaten, die helfen uns zum einen Essen und Trinken weiter zu befriedigen und zum zweiten bringt die ja auch Kohle. Ich glaube, ich werde noch mal ein paar mehr Automaten hier grundsätzlich aufstellen, weil das hilft wirklich, die Kohle nach oben zu bringen. So. Alright. Wir sind schon Stufe 8. Stufe 8 ist schon super, ne? Komm. Alles klar. So, das haben wir auch erledigt. Oh, guck mal, wir machen richtig Kohle jetzt.
Parkbank. Natürlich. Natürlich. Guck mal hier, dann könnt ihr euch schön einmal hier rechts und links neben den Club setzen. So, Statue der Liebe. Auch das bekommt ihr. Wir müssen sowieso gleich nochmal ein bisschen was gucken, dass wir hier die Liebe ein bisschen nach oben kriegen. Ich glaube, ich würde hier mal ein paar Liebesbänke. So, und hier so ein, ne? Alright. 14.000 plus Kaffeekiosk. Will ich jetzt schon Kiosk? Ja, wobei Kiosk bringt ja auch Kohle, ne? Ja, komm, machen wir. Wir machen hier Kioske. Wir müssen zwar dafür Personal einstellen, aber letztendlich, glaube ich, rechnet sich das trotzdem. Wo sind denn die? Da. So, Kaffeekiosk war gewünscht. Die machen wir mal am besten hier. So. Was natürlich absolut nicht fehlen darf, sind Hotdogs. Ramen. Und dann machen wir noch einen Smoothie. So, ich glaube... Hä? Warum hat er den jetzt nicht gemacht? Komisch, eben ging das nicht. Jetzt geht's. Oh shit, wir brauchen jetzt hier 4 Assistenten. Wir machen mal gleich einen mit Seelsorge, weil Seelsorgezimmer werden wir mit Sicherheit auch noch bauen müssen. Dann machen wir hier mit Unterhaltung, glückliche Gedanken. Du bist doppelt. Und... Oh, wir nehmen nochmal einen günstigeren. Ja, die Kohle, die geht jetzt echt langsam nach oben. Da freue ich mich echt. Da freue ich mich echt. So, kauft Leute. Kauft wie verrückt. Papa braucht Geld. So, okay. Das sind aber... Oh, das haben wir erledigt. Achso, Weiterbildung. Weiterbildung. Wieso kann ich das nicht upgraden? Ah, warte. Warte, wir haben keinen Hausmeister mit. Dann nehmen wir mal Tobi Titan. Tobi, walte deines Amtes. So, das lasse ich dir eben noch gießen, aber dann gehst du hier hin, ne? Na, mach das. Tobi? Tobi? Tobi, Tobi ist ein Guter. So, dann können wir natürlich jetzt gerade keine Weiterbildung planen, aber das macht nichts. Ja. So, frisches Blumenbeet. Natürlich, das machen wir mal. Oh, ich sehe gerade hier draußen muss ich auch nochmal. Ich glaube, ich draußen muss ich auch nochmal ein bisschen Mülleimer und so platzieren, ne? Bevor es hier gleich alles zugemüllt wird. Das mache ich mal eben. So. Drin sieht es gut aus. Wir machen hier einfach mal ein paar. So, das schadet ja nicht. So, ansonsten, ja, passt so. Alright. So, wie sieht unser Kredit aus? Wir müssen noch 60.000 abbezahlen. Aber vielleicht schaffen wir es doch, ohne noch einen zweiten Kredit aufzunehmen. Das wäre natürlich super, super nice. Okay, so, wie weit ist die? Er braucht noch ein bisschen. Okay, wir kriegen aber jetzt hier zumindest Boni, ne? 20.000. Das reißt alles raus. So, Tobi, mach hinne! Ich will weiterbilden. Ich muss weiterbilden. Zieh zu, Junge! Okay, so, wahrscheinlich brauchen wir nochmal eine Klinik. Bibliothek haben wir. Wir haben Nachhilfezimmer. So, allmählich kommen wir in den grünen Bereich. Wie gesagt, Klinik bräuchte ich nochmal. Seelsorge brauche ich wahrscheinlich auch.
Forschung müssen wir definitiv auch noch machen. Die Frage ist, was wir als nächstes machen. So ein Studieren, ach nee, doch, Studierendenzimmer hatten wir ja. Das war ja gleich das erste, ne? Ja. Aber ich habe noch gar kein Aufenthaltszimmer, ne? Stimmt! Wir brauchen noch einen Aufenthaltsraum. Wir brauchen noch einen Aufenthaltsraum. Und so langsam wird es hier aber auch eng, ne? Wobei, ist Aufenthaltsraum wirklich jetzt das Wichtigste? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Klinik wäre... Klinik oder Seelsorge wäre wahrscheinlich dringender, ne? Als ein Aufenthaltsraum, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Klinik wäre am teuersten. Aufenthaltsraum wäre am günstigsten. Puh, ja. Oh komm, wir machen den Aufenthaltsraum. Wobei, hier würden wir wahrscheinlich... Warte mal, was braucht Klinik? Klinik braucht 3x3. Weil hier kriegen wir noch Seelsorge und Klinik nebeneinander. Komm, wir machen das so, oder? Ja. Dann kriegen wir nämlich hier 2 Zimmer noch hin. Für Aufenthaltsraum brauchten wir auf jeden Fall mehr. So, oh, warte. Nein. Oh, 77% ist für den Anfang gar nicht so schlecht, ne? Und wir sind schon Campus des Jahres. Und wir haben schon den Studierendenpreis. Also, so schlecht ist der Start hier gar nicht. So. Oh Gott, 26.000. Ich mache ihm nochmal das Zimmer zu Ende und dann müssen wir auf jeden Fall uns ganz schnell um das nächste Jahr kümmern, damit wir hier wieder Kohle bekommen, weil sonst sieht es ganz, ganz duster aus. Also Stufe 3, wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen was machen. Kriegst du nochmal einen Aktenschrank? Ansonsten müssen wir ja wirklich jetzt mal ein bisschen kostengünstig hier bauen. So. Komm, Stufe 6 noch. Stufe 6 noch. Ja. Achso, die Fenster. Ja, ja, die Fenster können weg. So, dann machen wir natürlich auch einen Assistenten. Haben wir einen mit Klinik? Ich habe keinen mit Klinik. Bitte sei Klinik. Bitte, bitte, bitte sei Klinik. Hab ich denn schon jemanden für Klinik? Warte mal. Assistenten. Ich habe auch keinen für Klinik. Verdammt! Und wir kriegen jetzt erstmal keine neuen Bewerber, ne? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, okay, wir machen mal hier eben 25. Oh, guck mal, wir können beides upgraden. Wahrscheinlich müssen wir jetzt noch wieder Zimmer bauen, ne? Kann das sein? Oh Gott! Ich hab doch kein Geld! Ich hab doch kein Geld! Ich hab kein Geld! Computerraum, Tonstudio. Noch zwei... Oh shit, ne, warte mal, warte mal. Änderung zurücksetzen. Kann ich nicht! Oh, ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr zurücknehmen. Oh shit. Oh, das heißt, wir müssen das bauen, ne? Das heißt, wir müssen das bauen. Jetzt ist die Frage, ob wir diesen Platz hier nutzen. Wobei, wir brauchen auch noch viele Clubs und so weiter. Ich würde die Außenanlagen hier tatsächlich gerne mal lassen, deswegen.
Ich fürchte, wir müssen, was kostet das denn? 85.000? Habe ich hier noch mehr? Hier habe ich noch 60.000 leer. Wie kommen die denn von hier nach da? Nimm die hier diese Wege, oder? Wobei, hier ist auch ein Tunnel irgendwie, ne? Wo führt der denn hin? Der führt hier hin. Okay, die würden auf jeden Fall hier irgendwo hinkommen. So, 90.000, das ist das Teuerste. Ja, das heißt, wir brauchen aber doch nochmal einen Kredit, ne? Ich fürchte, wir brauchen nochmal einen Kredit. Shit. Ich weiß nicht, ob wir hier tatsächlich... Kann man hier auch pleite gehen? In diesem Spiel könnte man tatsächlich pleite gehen und dann ist der Campus dahin. Geht das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich war noch nie pleite, auch nicht im Two-Point Hospital. Ich bin halt nie pleite gegangen. Ich weiß gar nicht, ob das passieren kann. Hier ist auch noch ein Grundstück. Das kostet nur 25.000. Wobei, wir werden auf jeden Fall noch viel Platz brauchen, ne? Wir werden definitiv noch viel Platz brauchen. Was soll's, komm. Entweder, wir gehen das Risiko, entweder werden wir das alles wuppen oder wir werden hier den Pleitegeier über uns schwingen lassen. Ich bin gespannt. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. So. Dann mach mal hin. Ich brauche nämlich Platz. Ich brauche Platz. Ich muss hier noch einiges an neuen Sachen bauen. Eieieiei. So. Fertig. Aber ich werde natürlich jetzt hier nicht komplett bauen. Ich werde erstmal nur ein bisschen bauen, damit wir hier möglichst sparsam sind. So. Okay, weil wir können ja hier auf jeden Fall nachher noch anbauen. Aber je größer wir hier bauen, desto mehr kostet es. Deswegen, ich will erstmal möglichst wenig Kohle ausgeben. Weil noch ein Kredit, ich glaube, dann sind wir wirklich tot. Spätestens, wenn wir noch einen Kredit aufnehmen müssten, dann wären wir, glaube ich, tot. So. Fertig, ne? Alright, so, wir brauchen einen Computerraum. Einen Computerraum. Und Computerraum war auch teuer, ne? So, ja, Computerraum ist schweineteuer. Das kostet, guck mal, allein das Teil hier kostet 20.000. Normalerweise müsste der Computerraum auch viel, viel größer sein, weil da so viel Stuff rein kann, aber ich mach den trotzdem klein. So. Was hilft uns denn noch? Hier, 5%. Aber der kostet 35.000. Nein. Vergiss es. Ich werde hier nicht die teuren Sachen jetzt nehmen. Wir können hier alles so Kleinigkeiten bauen, die nicht so viel kosten. Wie sowas hier. Okay. Dann natürlich das hier noch. Es muss reichen. Es muss reichen. Ich muss sparen. Das heißt, wir könnten natürlich nochmal hier ein paar Bilder. Die sind nicht teuer. Wir nehmen nochmal ein paar Bilder an die Wände. Damit wir auch hier das Prestige ein bisschen nach oben bekommen. So, komm, Stufe 6 noch. Ja. Alles klar. Gut, Grundstein in dem neuen Gebäude ist gelegt. Ansonsten
Oh, ja, ja. Wir haben viel zu tun. Wir haben richtig viel zu tun. Und ich hoffe wirklich, dass wir das hier finanziell gewuppt bekommen. Ich bin sehr gespannt. Okay, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst bitte den Daumen nicht. Und bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Tschüss.